Mit Christian Petzolds Film Transit ist am Samstag der erste von vier deutschen Wettbewerbsbeiträgen ins Rennen um den goldenen und die silbernen Bären gegangen. Die Adaption des gleichnamigen Romans von Anna Segers mit Franz Rogowski und Paula Beer in den Hauptrollen feierte am frühen Abend Premiere bei der Berlinale. Der Regisseur Christian Petzold auf der Pressekonferenz am Samstag in Berlin mit einem politischen Kommentar zu seinem aktuellen Film. Also die Väter des Grundgesetzes haben den Asylparagraphen in unser Grundgesetz geschrieben aus der Erfahrung, die Anna Segers auch in Marseille gemacht hat. Dass Leute festhingen und umgekommen sind, dicht aufgenommen worden sind, kein Land wollte sie haben. Sie sind dann in die Lager in den Pyrenäen gekommen und dort elendig krepiert oder haben sich umgebracht wie Walter Benjamin. Und aus dieser Erfahrung ist im Grunde genommen unser Asylparagraph entstanden. Und heutzutage, bei den heutigen Flüchtlingsströmen oder Flüchtlingen, die auf Deutschland zukommen, wie ein Unwetter oder wie Friedemann oder wie der Orkan hieß, ja, reagieren wir damit, dass wir diesen Paragraphen beschneiden. Und das, finde ich, geht nicht. Das ist der politische Kommentar dazu. Papier, s'il vous plaît. Die Geschichte spielt im besetzten Frankreich. Petzold hat das Drama um die Flucht des deutschen Georg vor der nahenden Wehrmacht allerdings nicht in den 40er Jahren angesiedelt, sondern im heutigen Paris und Marseille. Statt einen musealen Film zu machen, habe er lieber eine Verbindung zum Heute schaffen wollen. Im Film muss Georg, gespielt von Franz Rogowski, vor den deutschen Besatzern aus Paris nach Marseille fliehen. Mit der Identität eines toten Schriftstellers versucht er, einen Platz auf einem Schiff nach Mexiko zu bekommen. Aber Marseille ist voller Flüchtlinge, die wie er verzweifelt auf ihre Transitvisa und Schiffspassagen nach Nord- und Südamerika warten. Darunter auch Marie, die Frau des toten Schriftstellers, gespielt von Paula Beer. Marie! Er hat sie nicht vergessen. Er versteckt sie vor mir. Protagonist Franz Rogowski am Samstagabend zu dem Film. Also ich glaube schon, dass wir ja nur im Jetzt leben können und dass wir dadurch eben auch, wenn wir die Geschichte im Heute ansiedeln, mehr die Möglichkeit haben, uns darin auch wieder zu entdecken. Ich kann aber auch sagen, dass wir als Filmteam eben in diese Stadt kommen, uns schöne Orte suchen, die ausleuchten und da eine fiktionale Geschichte erzählen und unser eigener Erfahrungsschatz trotz dieser Übersetzung ins Heute relativ wenig zu tun hat mit der Realität der Geflüchteten. Auch Paula Beer sieht ganz deutlich die anhaltende Aktualität dieses historischen Stoffs. Es gab schon immer Flüchtlingsbewegungen. Gesellschaften haben da immer ähnlich oder anders darauf reagiert. Und heute haben wir eine ganz andere Situation. Aber dadurch, dass es vielleicht nicht so aktuell ist, dass wir exakt die Strömung, die es heute gibt, abzeichnen oder versuchen, da einen emotionaleren Zugang verständlich zu machen, indem man eben mit den Hauptfiguren mitgeht, sondern es genau aus Deutschland rausgeht, über Frankreich nach Mexiko, finde ich, schafft es die Zwischenebene, dass man merken kann, Geschichte wiederholt sich halt auch oder Gesellschaftsprobleme und dass wir daraus sehr viel profitieren könnten und sehr viel lernen könnten, wenn wir auch ab und zu zurückschauen würden. Die deutsch-französische Produktion Transit ist einer von 19 Wettbewerbsbeiträgen im Bärenrennen der diesjährigen Berlinale. Insgesamt sind in den verschiedenen Sektionen rund 400 Filme zu sehen. Das Festival dauert noch bis zum 25. Februar. Die begehrten Bären werden am 24. Februar vergeben.